Liebe Zuhörer auf 8 Domage TV, Wissen, Ergo, Heilung. Wir kommen heute zu einem so interessanten Thema, dass es Sie in eine Region bringen wird, wo Millionen von Ärzten sich noch sträuben, über diese überphysischen Ebenen unserer Körperorgane etwas zu wissen oder wissen zu wollen. Aber wir sind voreingenommen und wir wissen schon längst über den Geist und die physische Ebene, die vom Geistigen her gesteuert wird, als uns das noch wundern könnte. Dennoch lassen Sie es uns im Einzelnen betrachten. Die Schilddrüse ist heute noch der Ansicht der Wissenschaft nach sowas wie ein Stoffwechselmanager. Doch die bisher gefundenen Schilddrüsenhormone sind bei weitem nicht alle gedeckt und erforscht. Und die Schilddrüsenhormone bestimmen nicht einfach, wie es so bekannt ist, über Körpergewicht, Hunger, Libido oder Energie. Dahinter steht eine zu stark vereinfachte und auch für uns bereits überholte Sicht des Stoffwechsels. Stoffwechsel umschreibt eigentlich nur die uralte Erkenntnis, dass der Körper innerhalb oder innerlich immer in Bewegung ist und sich ständig alles verändert. Natürlich besagt er, dass wir lebendig sind. Aber was ist eigentlich wirklich lebendig sein? Da bereits versagt die übliche Medizin. Die Schilddrüse ist viel interessanter und hat weitaus mehr Funktionen und weitaus noch mehr als Funktionen, als die Medizin bisher weiß. Auf einer gewissen Ebene ist sie das Daten- und Rechenzentrum des Körpers. Man könnte sogar sagen, so etwas wie ein zweites Gehirn. Selbst wenn die Schilddrüse bereits vom Epstein-Barr-Virus angegriffen ist oder womöglich operativ schon entfernt wurde, kann sie ihre Hauptaufgabe noch weiter verfolgen. Den Rest kann das übrige endokrine System übernehmen, das ebenfalls höher entwickelt ist, als es allgemein bekannt ist. Als Datenzentrum, aber das ist auch zu wenig gesagt, eigentlich schon bereits als übersinnliches Zentrum, zeichnet die Schilddrüse kontinuierlich alle Größen oder Verhältnisse der Homöostase, also der ausgewogenen Funktionen aller Körpersysteme zusammen, in ihrem kleinen Körper auf. Sie weiß, wie sich Gleichgewicht auch anfühlt für Sie, wenn Sie sich wirklich gut fühlen. Das ist in Ihrer Schilddrüse quasi wie gespiegelt. Oder wie alles überhaupt zu funktionieren hat. Signale aller Organe und Drüsen werden an die Schilddrüse übermittelt. Und gegebenenfalls auch Beschwerden. Es geht da fast so wie in einer Personalfirma. Ihre Schilddrüse ordnet und sammelt und erkennt, wenn es an einer Stelle defekt ist oder auch wo toxische Verhältnisse herrschen. Man könnte sagen, dass sie so eine Art Sendefrequenzstation ist. Aber wir würden auch von ätherischen Ebenen eben sprechen, die mit dem Kosmos verbunden sind. Und sie wird auch von ihrem Wissen her ständig aus dem Kosmischen gespeist. Und dann kommt noch dazu, dass jedes Organ
unseres Körpers auch seit Urzeiten sich gebildet hat, mittels der Planetenkräfte. Und nur deshalb kann auch die Homöopathie bei Menschen wirken. Also sie hat eine ungeheure Aufgabe in unserem Körper und in unserem ganzen Gefühlssystem oder Triebsystem. Sie sorgt zum Beispiel dafür, wenn ein Organ ausfällt, dass ein anderes dafür umso stärker eintritt. Wenn etwa die Kraft der Leber bereits durch eine Erkrankung nachlässt oder Vergiftung, dann wird die Bauchspeicheldrüse dazu veranlasst, mehr zu leisten. Sie schickt dann sozusagen über übersinnliche Schwingungen der Leber, also die Leber ist auch ein übersinnliches System, es geht eigentlich hier um die ätherisch-astralen Ebenen, Impulse, dass die Leber eben es weitergibt an ein anderes Organ. Aber ich glaube, man muss es nochmal übergeordneter sehen, dass die Schwingungen bereits übersinnlich da kooperieren. Aber auf der physischen Ebene passiert es dann eben. Da finden tatsächlich dann zum Beispiel erhöhte Produktion von Thyroxin statt oder anderen Hormonen, die notwendig sind, um eine Veränderung im Körper herbeizuführen. Man kann die Wirkung der Hormone noch nicht im Labor oder anhand einer Studie wirklich quantifizieren. Wir stehen eigentlich vor einem Rätsel. Und es ist ein Rätsel, das nicht zugegeben wird und auch nicht erörtert werden möchte in der Medizin. Denn man sitzt ganz gerne auf seinen Einnahmen und in seinen Praxen und möchte hier nicht den Boden unter den Füßen weghaben. Denn die bisherigen Ansichten zementieren ja auch bei der Ärzteschaft und innerhalb der Wissenschaft die Einnahmen über Medikamente, mit denen eigentlich die sekundär symptomatischen Reihen, es handelt sich hier oft um ganze Komplexe, behandelt werden und dann letztendlich der Schilddrüse die eigentliche hochintelligente Aufgabe aus der Hand nehmen, dieses von eben angesprochene System, was hochintelligent und kosmisch verbunden ist, wird durch manche wirklich teuflische Medikamente zerstört. Und dann weiß man hinterher nicht, was zuerst war, die Henne oder das Ei. Es gibt einfach ein entsetzliches Durcheinander in dem Körper. Und Krankheiten versuchen dann, dieses System wieder auszugleichen. Im Prinzip ist die Krankheit eigentlich der gesunde Schritt des Körpers zu reagieren, wie ähnlich bei einem Kind, bei dem ADS diagnostiziert wird. Wenn man es genauer anschaut, ist die ganze Familie ADS und das Kind reagiert gesund mit ADS, weil der kindliche Geist und Körper eigentlich da nicht wirklich gesund mitspielen kann. Er ist selbst noch so gesund und vital, dass er jetzt krank reagiert oder gestört. Also man muss die Dinge schon noch viel detaillierter betrachten, auch in der Kindertherapie, das, was ich eben angesprochen habe. Also die Hormonproduktion ist im Prinzip, also äußerlich gesehen, die wichtigste Leistung der Schilddrüsen. Und Hormone steuern ja den Zellstoffwechsel. Und wenn Sie sich unsere ersten Beiträge auf Wissen, Ergo, Heilung anhören, dann werden Sie erfahren, wie überhaupt in der einzelnen Zelle das Ein und Aus ist. Wie ist es denn in diesem kleinen
winzigen Bereich, von dem wir Milliarden besitzen. Bis dorthin reicht die hormonelle Steuerung und es gibt Krankheiten, zum Beispiel die Fibromyalgie, die kann sich dann über den ganzen Körper streuen, dass die Zellen eigentlich irgendwann mal alle nicht mehr wirklich mitmachen. Also die Auswirkungen sind katastrophal und wenn es dann mal so weit gekommen ist, dann schickt der Neurologe eigentlich den Patienten wieder nach Hause mit einem Scherbenhaufen und schickt ihn dann vielleicht noch zu einem Therapeuten, der jetzt bereits die ganzen Parästhesien am Körper, also die Missempfindungen, richten soll. Oder manche gehen sogar so weit, dass sie den Patienten einreden wollen, dass sie sich das einbilden. Also es wird auch immer ein bisschen neurotischer in dem ganzen System. Die bekannten Schilddrüsenhormone sind allerdings gar nicht die wichtigsten. Überlegen Sie, wenn die Unterproduktion von Schilddrüsenhormonen wirklich der Hauptaspekt wäre, dann sollte die Krankheit wirklich verschwinden, wenn man eine Hormonzusatztherapie macht. Erkundigen Sie sich einmal bei einer von Abermillionen Frauen, ob sie seit dem Beginn der Einnahme nicht mehr mit Gewichtsproblemen, Haarausfall, Fieberzuständen, Schlafstörungen und allen anderen zu kämpfen haben. Die meisten werden Ihnen berichten, dass sich fast nichts geändert hat. Vielleicht ein bisschen, aber im Grunde haben Sie Ihr System nur noch mehr damit durcheinander gebracht. Sie erfahren natürlich durch diese Medikamente eine Pseudoverbesserung. Und auf die kann sich die Medizin stets immer berufen, auf Pseudoverbesserung. Und der Patient ist dem Arzt dann auch immer sehr dankbar. Sehr viele werden jedoch angeben, dass die Symptome teilweise oder auch womöglich alle immer noch da sind. Denn die Probleme sind eben viraler und nicht hormoneller Natur. Mit Hormonen ist hier nichts getan. Natürlich spielen die Hormone T4 und T3 eine große Rolle für ihre Gesundheit. Wissenschaftlich ist jedoch nicht bekannt, dass sie vor allem dazu da sind, dass sie das Gleichgewicht des Immunsystems versorgen. Zu starke oder auch zu schwache Reaktionen auf Außenreize zu verhindern. Dann die Körpertemperatur bei 37 Grad, die auch noch so unerforscht ist, und die Bauchspeicheldrüse zu unterstützen. Allerdings entstehen nur ganz wenig Symptome, wenn die Schilddrüse diese beiden Hormone nicht in ausreichender Menge bildet. T4 und T3 sind Steroidhormone und wenn die Schilddrüse schwächelt, verfügt ihr Körper über Ausgleichsmechanismen. Ihre Schilddrüse setzt einen Hilferuf an das gesamte Hormonsystem und andere Organe ein. Eine gesunde und funktionsfähige Leber zum Beispiel verfügt von Haus aus über einen kleinen Notvorrat an T4, also der dann eben genommen wird, wenn die Schilddrüse zu wenig hervorbringt. Tatsächlich ist die Umwandlung oder Konversion von T4 in T3 ohnehin eine Funktion der Leber mehr als die der Schilddrüse. Fällt die Leber aus gewissen Gründen teilweise aus, erhöht die Bauchspeicheldrüse ihre Insulinproduktion, um die Umwandlung von T4 in T3 anzuschieben. Und zugleich setzt sie mehr Enzyme frei, um die Verdauung zu unterstützen. Zudem stoßen auch noch die Nebennieren mit einem maßgeschneiderten Steroidmix dazu,
der als nachempfundene Schilddrüsenhormone angenommen wird. Diese Hilfe erscheint im Blutbild allerdings nicht als Schilddrüsenhormon, weil es eben doch anders zusammengesetzt ist. Niemand weiß bisher, dass der Körper dieses Hormonersatzsystem besitzt, weshalb auch die Blutuntersuchungen nicht dafür ausgelegt sind und folglich nichts finden. Also wenn eine Blutuntersuchung das nicht findet, man muss da auch mal sein Vertrauen in Frage stellen, dann heißt es nicht, dass da alles in Ordnung ist. Sie spüren ja selbst, dass es nicht in Ordnung ist. Also da müssen Sie auch der Blutuntersuchung im Labor nicht glauben, sondern sich selbst. Sie jedenfalls sind am Ende ganz gut geschützt und machen nicht viel von den verschiedenen Hormonproduktionen Ihrer Schilddrüse. Zwei weitere auf die Schilddrüse einwirkende Hormone sind Thyreotropin und Thyroliberin, die ganz bestimmte Rollen spielen für die Ersatzmechanismen. Thyreotropin wird von der Hypophyse gebildet, also von der Hypophyse, und signalisiert der Schilddrüse, dass T4 und T3 gebildet werden müssen. Also wir haben noch eine übergeschaltete Drüse. Vorgeschaltet ist das Thyroliberin aus dem Hypothalamus, das die Hypophyse zur Freisetzung von Thyreotropin veranlasst. Sehen Sie Ihren Körper wie einen Tempel an. Schon Rudolf Steiner hat gesagt, das Einzige, was an uns Menschen vollkommen ist, ist unser Körpersystem. Das haben wir jetzt fertig. Aber was wir nicht fertig haben, ist unsere astrale und mentale Ebene, also unser Fühlen, unser Denken und unser Wahrnehmen ist eingeschränkt, und zwar sehr stark eingeschränkt. Wir sind aber am Anfang der richtigen Forschung, da können Sie vertrauen. Die derzeitige Fixierung der Medizin auf Schilddrüsen, Medikamente und die bekannten Hormone T4, T3, Thyreotropin und Thyroliberin wird eines Tages neuen Erkenntnissen über weitere Schilddrüsenhormone und die tatsächliche Hauptfunktion der Schilddrüse in unserem Körper weichen. Bisher haben wir es in über 100 Jahren zu nicht recht viel mehr gebracht, als die verordneten Schweineschilddrüsensekrete durch künstliche Schilddrüsenhormone zu ersetzen. Irgendwann wird die medizinische Forschung die noch bestehenden Lücken füllen und die wahre Bedeutung der Schilddrüse für den Körper erkennen. Sie wissen bereits Bescheid und können sofort etwas für Ihre Gesundheit tun. Tun Sie dies und vertrauen Sie uns. Was ich noch manchmal denke, ist, wenn Mediziner anfangen würden zu meditieren, dann würde sich ganz gewiss sehr viel tun. Aber in Ihrem ewig erzeugten Stress, für den Sie aber selbst keine Verantwortung übernehmen, Sie geben sich da rein und es ist ein Verbund, der solche Ebenen gar nicht zulässt, dreht sich dieses Modell noch lange im Kreis. Deshalb müssen wir Patienten und anderen Therapeuten uns da auf den Weg machen, zu neuen Sichtweisen zu kommen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Ihre Angelika Dahlhaus. Wenn Sie persönliche Fragen zu Therapien haben, wenden Sie sich bitte an unsere Webseite www.ergo-kunst-praxis.de.